Willkommen zurück, liebe Leute, zu Stardew Valley. So, jetzt muss ich erstmal hier einen Amaranth abernten. Um das dann wieder pflanzen zu können. So, wunderbar. Der Rest passt. Ach komm. Was soll's? Machen wir einfach mal rein da. So, dann. Hier habe ich nur. Ach, das ist doof. Dann gießen wir erstmal. Dann können wir verkaufen gehen, kaufen gehen. So. Oh, das nächste ist auch schon fertig. Money haben wir jetzt genügend. von dem her ich dem Ganzen mal gelassen entgegen. So, hiervon brauchen wir dann eine Menge. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Was will er hier? Ich würde gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollten für die kommende Geisternacht gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Okay, gut. Dann bringen wir jetzt einen Kürbis mit. Lagern das da kurz zwischen. Lagern das dazwischen. Was haben wir hier noch? Ach, da haben wir noch drei so von denen. Ach, verdammt. Die hätte ich eigentlich mal anders machen sollen. Egal. Die habe ich gegossen. Die habe ich gegossen. Ruhe. Katze, Ruhe. Da oben irgendwas. Nope, nope, nope. Der Baum ist wieder da. Aber da ist auch nichts. Aber muss ja mal gucken, ne? Ich weiß echt nicht, welche Wüste gemeint ist. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Aber ich werde diese Folge auch mal ein bisschen wieder mich umschauen. Achso, wer braucht eigentlich den Kürbis? Caroline. Caroline. Wer ist denn das? Caroline. Caroline? Caroline? Das ist sie. Die müsste dann... Leas Hütte... Pierre, Caroline, Abigail. Ah, passt sich ja. Da will ich ja gerade hin. Der macht erst in ein paar Minuten auf. Oh. Pennys Geburtstag. Robins Geburtstag. Geisternacht. Georgs Geburtstag. Da ist irgendwo gerade jemand rausgekommen. Mann, guck mal, ich stehe ja schon richtig Schlange. Richtig heiß bin ich schon. Quers Gemischtwarenladen. Mittwochs geschlossen. Ich stalke dich. Mach auf. Gucke rein. Auch cool. Man rennt hier rein, aber hat dann hier hinten nach rechts weg so viele massig Platz. Das müsst ihr gleich mal drauf achten. Jetzt gehe ich rein und da rechts ist so viel Platz. Saat im Angebot. Was denn für Saat? Na gut, das will ich eh holen. Da will ich 24 holen. Und von Amaranth. Lass mich kurz überlegen. 16. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh, jetzt ernsthaft? 11. 12, 13, 14, 15, 16. Boah, ein bisschen was kam da zusammen. Amaranth bringt sehr viel. Boah, für 5 kann ich es nur weiterverkaufen. Eigentlich schon traurig, oder? Warst du Caroline? Ne, du bist Abigail. Wo ist Caroline? Da ist sie doch. Oh, der Kürbis, das ist ein gutes Exemplar. Abigail wird so glücklich sein, wenn sie ihn sich sieht. Danke, Troplay. Wow. Nochmal 500. Wunderbar.
Manchmal verliere ich komplett das Zeitgefühl. Toll. Lass mich durch da, danke. Frauen. Du bist nicht genug mit Abigail befreundet. Ich kann ja auch nichts weiter kaufen. Ich bin am Überlegen, mir echt mal so einen Apfelbaum zu holen, ne? Ah, der wächst wann nur? Apfelsetzling. Wächst in 28 Tagen zu einem reifen Apfelbaum heran. Trägt im Herbst Früchte. Wächst nur, wenn die 8 umliegenden Felder leer sind. Oh, mein Amaranth. Wird teuer verkauft. Auch schön, ne? Ich meine, nur 375. Ist schon eine Summe. Könnt ihr eigentlich mal gucken, wie jetzt so mein Ansehen bei Abigail ist. Ah, ne. Caroline. Wo ist sie denn? Caroline. Da. Oh, Jody. Wenn Jody mal wieder was hat, das muss ich machen. Damit ich mich mit Jody besser verstehe. Aber vielleicht kann ich ja jetzt auch endlich meine Hühner kaufen. Die will ich ja auch noch besorgen. Oh, danke. Ich darf mal Hühner kaufen. Will ein Hühnerstall. Jo. Bumme. Und? Tier kaufen. Kanabu. Und Tierbedarf, was haben wir denn noch? Heu, Heizgerät, Melkkübel, Schafschere. Ich habe aber gar keine Schafe. Daran wird es liegen. So, wir haben jetzt neue Hühner. Das ist schon mal gut. Ich gehe jetzt nochmal bei der Kanalisation gucken, ob der Schlüssel vielleicht doch da passt. Ich sag die ganze Zeit, der passt da nicht. Ich habe es noch nicht einmal geprüft. Und dabei muss ich ja mal das Gegenteil beweisen. Es ist verschlossen. Nope, geht nicht. Also hat sich das auch geklärt. Oh, da ist ein Pilz. Den nehme ich mit. Es ist ein gewöhnlicher Pilz für euch. Aber ein wichtiges Exemplar für mein Dasein. Dabei hasse ich eigentlich Pilze. Naja, egal. So, hier runter. Hier kann ich wieder tolle Hüte kaufen. Aber was hast du denn für tolle Hüte? Glücksbringende Schleife. Gänseblümchen. Wenn ich die Hüte auch verschenken könnte, wäre auch in Ordnung. Ja, wie komme ich da rüber? Da komme ich noch nicht rüber. Warum auch immer. Also irgendwo muss ich anscheinend hier noch ein paar Sachen freispielen. Die Frage ist halt nur, wo. Gut, ich könnte mich hier ums Fischen kümmern. Wäre jetzt erstmal eine Alternative. Standarddünger, Tulpe. Kaffeebohne. 2500 Gold für eine Kaffeebohne. Nochmal, für eine Kaffeebohne 2500 Gold. Eine per... blödete, dumme Kaffeebohne. Aber okay, gut, kann man machen. Ich meine, dass die Kaffeepreise steigen. Gut, das habe ich verstanden, ja. Dass das dann automatisch gleich mit ins Spiel übertragen wird. Schade, ist nichts gewesen. So, 24 war richtig. So. Na. Und hier. Ach, komm. Und dann haben wir ja Amaranth. Genau. Das wird wieder richtig schön viel Money geben. Ich müsste mir noch ein paar mehr Felder machen, dann wäre das noch viel einfacher. Und das Feld hier endlich mal ausbauen.
Wobei, das will ich eigentlich dann anders machen. Da sollen ja eigentlich da andere Behälter hin. Oh, 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 oh. Ist auch fertig. Cool. Alles fertig geworden, das finde ich gut. So. Dann mal das weg und das weg. Den Pilz, den kann ich rein theoretisch verkaufen, aber ich habe noch keinen goldenen bekommen. Deswegen lassen wir das erstmal. Holz natürlich dahin und Stein kommt dahin. Ich wollte weiter gucken. Wo könnte ich denn diesen Schlüssel einsetzen? Hier denke ich mal nirgendwo. Das ist ein altes Grab. Hier ist wahrscheinlich nichts drin. Oh doch, hier ist was drin. Eine Gewürzbeere. Mm. Ja, aber es ist wirklich schwer, jetzt hier irgendwo den Schlüssel einzusetzen. Wenn man nicht weiß, wo. Ich habe mal gesehen, irgendwo in einer Wüste. Ich weiß nicht mal mehr, wo eine Wüste hier sein könnte. Eisenbahn. Aber hier, glaube ich, werde ich auch den Schlüssel nicht wirklich einsetzen können. Fragezeichen. Nice job, man. Nice job. Hm. Wo könnte dieser Schlüssel hin? Das ist echt nicht leicht, Leute. Das ist echt nicht leicht. Oh, eine Haselnuss. Na gut, hier hinten gab es noch etwas. Ah, ne. Ich musste außen rum. Ich glaube, da ist noch eine Brücke und die könnte vielleicht zur Wüste führen. Aber dafür muss ich anscheinend irgendwas erledigen. Ein großartiges Geschenk. Danke dir. Gerne doch, Linus. Gerne doch. So, da haben wir nochmal eine. Oh, da ist noch eine. Ja, aber wie komme ich darüber? Das da hinten könnte mit Wüste gemeint sein. Das würde passen, aber die Frage ist, wie? Lava Katana? Jo. Hauptsache, die Sneakers sind geil. Also 25.000 für das nächste Schwert in der nächsten Größe. Komm wieder, wenn du mir was zeigen hast, Kind. Hab ich doch. Ich hab doch den Schlüssel. Alter, was willst du denn noch mehr von mir? Ich hab den Schlüssel aus den Tiefen der tiefsten Katakomben. Ist schon irgendwie deprimierend, oder? Den ganzen Weg hier zu gehen und dann... Zeig mir, wenn du was zu zeigen hast. Ich hab doch was zu zeigen. Mann. Gut, dann gehen wir halt eben zurück, legen uns hin. Ah ne, wir müssen noch die Hühner versorgen, die Hühner. Ganz wichtig, die Hühner. Nicht, dass die noch eingehen. So, und... Ein Huhn, zwei... Rico versucht zu schlafen. Okay, jetzt haben wir sie alle. Einmal mit allen geredet. Ein Ei da unten rein. Das Holz da rein. Steinchen da rein.
Und den Rest. Da rein. Ab ins Bett, schlafen und ich sage, ich bin euer Tro. Strecken. Haut rein. Tschüss.